Vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Ralf Brinkhaus hat, wie ich finde, mit wichtigen Worten die Debatte eröffnet. Er hat noch mal deutlich gemacht, Gesetze werden im Parlament verabschiedet, Grundgesetzänderungen werden im Parlament debattiert und verabschiedet. Und deswegen war es wichtig, dass ein Parlamentarier die Debatte eröffnet. Und ich darf sagen, es ist auch gut, dass ein Parlamentarier die Debatte wieder schließt. Dann haben wir die Klammer gesetzt. Und es war auch deshalb gut, weil das Parlament ja bewiesen hat bei den Beratungen, wie wichtig ist, dass wir gute und kluge Volksvertreter haben, die dann die Vorschläge, die auf dem Tisch liegen, noch verbessern. Es war eine gute Debatte. Und ich kann sagen, für uns Familienpolitiker war es auch eine wichtige. Denn mit den Grundgesetzänderungen aufgesetzt haben wir die Änderung zum Unterhaltsvorschussgesetz. Und das war für uns in der Union schon seit vielen Jahren ein zentraler Punkt der Unterstützung der Alleinerziehenden. Die CSU, die CDU, wir haben auf Parteitagen entsprechende Beschlüsse gefasst, schon vor 2, 3 Jahren. Da ging es um das Thema Entlastungsbeitrag für Alleinerziehende, haben wir gemacht. Und wir haben beschlossen, dass wir den Unterhaltsvorschuss ausweiten wollen. Und deswegen sind wir froh und glücklich, dass wir zusammen mit unseren Koalitionspartnern heute diesen Weg auch abschließen können, dass es geklappt hat. Dass es hier unter etwas steinig war bei der Debatte, das haben wir zur Kenntnis genommen. Wir wissen ja, auch wenn Ministerpräsidenten ihre Zusagen oder ihre Beschlüsse treffen, muss man immer noch ein bisschen warten, bis es denn konkret wird. Wir wissen aber auch, dass natürlich solche Dinge vorbereitet werden müssen. Für uns in der Union war beim Thema Unterhaltsvorschuss es wichtig, dass wir es hinbekommen, aber auch, dass wir die Kommunen und die Länder mit im Boot haben. Denn wir wissen, die finanzielle Belastung beim Unterhaltsvorschuss, die tragen nicht nur wir als Bund, sondern auch die Kommunen und Länder. Und deswegen war es wichtig, dass wir das gemeinsam entwickelt haben und diesen Kompromiss heute auch verabschieden können. In dem Zusammenhang möchte ich gerne mich anschließen und mich bei der Ministerin Schwesig bedanken für 3,5 Jahre gemeinsamer Zusammenarbeit. Das eine oder andere kam von Ihnen, das eine oder andere kam von uns, was wir vorangetrieben haben. Die Ergebnisse sind gut und Sie wissen ja auch in Mecklenburg-Vorpommern, es ist schön und wichtig, dass man einen starken, erfahrenen und klugen Koalitionspartner an seiner Seite hat. Das werden Sie in Mecklenburg-Vorpommern auch haben, also die Kollegen der CDU werden Sie auch dort gut betreuen. Wir wünschen Ihnen alles Gute für die weitere gemeinsame Arbeit. Sie sind bei uns in guten Händen. Aber ich komme auf den Unterhaltsvorschuss nochmal zurück, weil er wichtig ist. Warum? Nur am Rande oder zum Schluss der Debatte 3 wesentliche Zahlen. 2,3 Millionen Kinder leben bei Alleinerziehenden. Und Alleinerziehende haben ein Armutsrisiko von weiterhin 42%. Das wissen wir seit Jahren. Wir arbeiten daran seit Jahren, diese Zahl zu senken. Und wir werden auch in den nächsten Jahren weiter daran arbeiten. Und was ich besonders betrüblich finde, ist, dass 35% der Alleinerziehenden in SGB-II-Bezug arbeiten müssen. Das heißt, bei diesen Alleinerziehenden reicht es nicht, reicht ihre Arbeit nicht aus, ihre Erwerbstätigkeit nicht aus, damit sie den Lebensunterhalt für ihre Familien hinbekommen. Und deswegen haben wir in der Großen Koalition und im engeren Sinne eigentlich schon seit 2005 eine Reihe von einzelnen Maßnahmen auf den Weg gebracht. Wir haben den Entlastungsbeitrag erhöht von 1.308 Euro auf 1.908 Euro. 600 Euro mehr, eine Maßnahme, hat 10 Jahre gewartet. Oder wir mussten leider 10 Jahre warten, aber eine wichtige Maßnahme für die Alleinerziehenden. Und viele weitere Dinge in dieser Koalition, der Großen Koalition, wie in den Jahren zuvor, haben wir auf den Weg gebracht. Der gesamte Ausbau der Kindertagesbetreuung kommt auch und insbesondere den Alleinerziehenden zugute, denn damit stärken wir ihnen die Möglichkeit, über Erwerbstätigkeit ihren Lebensunterhalt zu sichern. Selbst das Elterngeld, was vermeintlich von vielen ja als eine Maßnahme beschrieben wird für die Besserverdienenden, können ja die Alleinerziehenden nutzen, weil die Partnerschaftsmonate ihnen zugutekommen. Und ich finde, eine Frau, die arbeitet, den ganzen Tag arbeitet, die alleine ihr Kind erzieht, auch die hat Anspruch auf gemeinsame Zeit. Und deswegen war es auch eine richtige Entscheidung, dass wir gesagt haben, die Partnerschaftsmonate können übernommen werden von den Alleinerziehenden, damit auch sie mehr Zeit haben für ihre Kinder. Des Weiteren war natürlich das ganze Thema Bildungs- und Teilhabepaket, Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten, wichtige Punkte für uns in der Koalition. Und wir haben und erleben seit 2005 ja einen Paradigmenwechsel in der Familienpolitik. Seit 2005 wird neben dem Bereich Bildung und Forschung insbesondere in den Bereich Familie investiert wie nie zuvor. Und deswegen möchte ich auch gerne eine wichtige Bemerkung machen. Wer die Bundeskanzlerin als familienfeindlich bezeichnet, der hat die letzten 11 Jahre in diesem Land nicht mitbekommen. Nein, die CDU-CSU war es seit 2005, die deutliche Impulse in der Familienpolitik gesetzt hat. Nun wird man mit der Reform, es ist angesprochen worden, die Zeiten erweitern. Noch ein wichtiger Punkt auch aus unserer Sicht, das haben wir als Union in den Debatten immer deutlich gemacht.
Es gibt viele, insbesondere Männer, die können ihren Unterhalt nicht leisten. Es gibt aber auch sehr viele Männer, die können ihren Unterhalt leisten, wollen es aber nicht. Und da muss der Staat eingreifen. Und die sogenannte Rückholquote ist für uns nicht akzeptabel. Sie variiert sehr stark zwischen den Bundesländern. Bayern hat eine hohe Rückholquote, andere Länder haben eine sehr geringe Quote. Ich erwarte und wir erwarten auch von den Ländern, dass sie ihrer Aufgabe nachkommen, dafür zu sorgen, dass die säumigen Väter zur Kasse gebeten werden, im Sinne auch einer Gerechtigkeit der Gesellschaft, dass auch die Menschen erkennen in diesem Land, der Staat leistet Unterhaltsvorschuss. Aber der Staat schaut auch, wo kann er diese Männer, auf Deutsch gesagt, erwischen und dazu bringen, dass sie ihr Geld zahlen. Insgesamt, liebe Kolleginnen und Kollegen, kann ich sagen, für die Familienpolitiker der Union, ich glaube für alle Familienpolitiker, haben wir mit der Ausweitung des Unterhaltsvorschusses einen weiteren Baustein gesetzt für die Unterstützung der Alleinerziehenden. Insoweit ist das ein guter Tag. Wir werden diese Themen weiter beachten. Und die Frage der weiteren finanziellen Verknüpfung mit Bund und Ländern werden Sie uns sicherlich auch in den nächsten Monaten noch weiter beschäftigen. Ich kann nur eins sagen, abschließend als Bund. Ja, wir wissen, wo unsere Aufgaben liegen. Wir wissen aber auch, wo unsere Grenzen sind. Nicht alles in diesem Land können wir bezahlen. Wir haben Kommunen, wir haben Länder und auch die haben eine Aufgabe. Und diese Aufgabe müssen sie umsetzen. In diesem Fall bin ich froh, dass wir gemeinsam einen guten Kompromiss hinbekommen haben und schließe wieder mit Ralf Brinkhaus. Es war gut, dass das Parlament diese Sache in die Hand genommen hat. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich freue mich über Zustimmung. Ich schließe.